In seiner üblichen Lügenhysterie hat John Kerry, der als erster Sonderbeauftragter des US-Präsidenten für das Klima fungiert, eine Reihe von Lügen erzählt und verkündet, dass unsere Regierung plant, die US-Landwirtschaft stillzulegen. Sie nennen es Innovation, weil sie davon überzeugt sind, dass unser Schmerz und unsere Verzweiflung eines Tages eine innovative neue Lösung hervorbringen werden. Zumindest ist das ihre Cover-Story. Allein die Emissionen aus dem Nahrungsmittelsystem werden bis zur Mitte des Jahrhunderts voraussichtlich eine weitere Erwärmung um 0,5 Grad verursachen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und anstatt den schlimmsten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, sind wir auf dem besten Weg, 3 Grad zu erreichen. Man kann nicht den Planeten weiter erwärmen und gleichzeitig erwarten, dass er uns ernährt. Das funktioniert nicht. Und wie so oft bei der Klimakrise müssen wir an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen. Dies ist die größte organisatorische Anstrengung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Oder vielleicht seit immer. Wir müssen also die Emissionen aus dem Ernährungssystem reduzieren, um die 1,5 Grad zu halten. Warum müssen wir die 1,5 Grad halten? Weil Wissenschaftler auf der Grundlage von Physik und Mathematik, nicht von Ideologie und Politik oder Parteibüro oder sonst etwas, auf der Grundlage von Physik und Mathematik und etwas Biologie und Chemie uns gesagt haben, das sind die Folgen. Alles, was aus seinem Mund kommt, ist eine Lüge. Das genaue Gegenteil von dem, was er sagt, ist wahr. Die Wissenschaftler, auf die er sich bezieht, stehen fast alle auf der Gehaltsliste der Vereinten Nationen. Die wirkliche wissenschaftliche Gemeinschaft der Welt weiß, dass sich das Weltklima extrem verändert hat, im Laufe der Jahre, auch ohne menschliche Verschmutzung. In einer der jüngsten Studien fanden Forscher der Aarhus-Universität heraus, dass die Arktis noch vor 10.000 Jahren eisfreie Sommer hatte. Und Eiskernproben zeigen, dass sich die Erde in einer Abkühlungsperiode befindet, nicht in einer Erwärmungsperiode. Aber diese altersschwachen Gatekeeper wollen uns alle tot sehen, weil das System die Kontrolle nicht abgibt. Und ich denke, wir müssen in der Zivilgesellschaft mehr Druck machen. Wir müssen noch militanter sein, vielleicht. Präsident Biden forderte das von der gesamten Regierung. Wir arbeiten alle zusammen. Jede Abteilung der Regierung ist darin involviert. Und wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, denke ich, ist es keine Frage, dass wir diese Schlacht gewinnen können. Während unsere Lebensmittelversorgung von unserer eigenen Regierung terroristisch angegriffen wird, wird das Stromnetz angegriffen, unter falscher Flagge. Und es wird bereits eine Geschichte gesponnen, dass amerikanische Patrioten verantwortlich seien. Währenddessen erfüllen die kommunistischen Chinesen ihre gefälschten Quoten für den Klimawandel auf eine andere Art und Weise. Sie sprühen Felsen und Sand grün an. Und sie pflanzen riesige Felder mit Fake-Blumen, die aus weißen Steinen gemacht sind, die an den Enden von Stahlstangen befestigt sind. Nach Angaben von Übersetzern vor Ort wird dies gemacht, damit die Gebiete auf Luftaufnahmen grüner aussehen. Berichtet für Infowars. Ich bin Greg Rees. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal. Schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.